Der Erlebnispark Magdeburg befindet sich ganz im Süden der Stadt. Hier kann man sich auf dem Gelände einer Sandgrube so richtig austoben. Wer schon immer mal einen Bagger bedienen wollte, ist hier genau richtig. Aber auch andere Fahrzeuge gibt es hier, um sich mal im Gelände auszutoben. Quad, Unimog oder Lada Niva können hier gefahren werden. Wir hatten uns für den russischen Geländewagen und anschließend eine Runde Quad entschieden. Anmelden muss man sich vorher im Internet und dort seine Fahrzeuge und die Zeiten buchen. Nach Ankunft am Empfang unterschreibt man noch einen Haftungsausschluss und dann kann es auch schon losgehen. Für das Offroad-Erlebnis mit dem Lada Niva hatten wir 45 Minuten Zeit. Es gab eine Einweisung mit einem Instruktor auf der Strecke und danach konnten wir alleine los. Es macht schon richtig Spaß und es wird übrigens auch richtig dreckig. Also falls ihr danach noch was vorhabt, dann Wechselsachen einpacken. Auch wenn wir keine nasse Piste hatten, die Staubentwicklung ist schon enorm. An der Rezeption bekommt ihr übrigens auch Getränke, die rote Limo ist echt lecker und hilft, das staubige Knirschen im Mund wegzuspülen. Den Link zum Erlebnispark Magdeburg packe ich in die Beschreibung. Auf der Website findet ihr dann, was man alles buchen kann, was es kostet und an welchen Tagen der Park offen hat.
Nach der Offroad-Tour mit dem Lada Niva war noch eine halbe Stunde Quadfahren angesagt. Hierfür gibt es eine eigene Piste. Aber schaut selbst. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert mich für weitere Abenteuer. Bis demnächst.